Hallöchen Leute und willkommen zum zweiten Part meines Let's Plays von Captain Toad Treasure Tracker. Jo, die Story ist schnell erklärt. Der kleine Captain Toad und Toadette waren gemeinsam auf Schatzsuche und haben auch prompt einen Stern gefunden, aber dann ist so ein riesiger Vogel aufgetaucht und hat sich nicht nur den Stern, sondern auch Toadette geschnappt und ist dann mit den beiden davon geflogen und Captain Toad ist halt jetzt dabei, sie zu retten. Die ersten vier Level habe ich sogar schon hinter mich gebracht. Und jetzt geht's ja weiter mit dem zweiten Kapitel, Wilde Jagd zur Glutspitze. Level 5 hat nämlich den Namen Doppelkirschen im Palastgartner. Ich bin gespannt. So, da bin ich auch schon. Das ist der Level. Da ist auch schon der Stern. Ah, okay, gut. Es sind Game Design. Oh, cool. Die Doppelkirschen kennt man aus Super Mario 3D World. Werde ich gleich mal benutzen. Denn jetzt sind wir zweimal da. Nur wenn beide Schalter gedrückt werden, dann ist hier die Mauer runtergegangen. Okay. Ich verstehe schon. Au. Was war das denn gerade? Das ist ja auch witzig. So, und... Moment, Captain Toad muss hier hin. So, okay. Ja, da haben sie sich aber was einfallen lassen, ne? Irgendwie... Da versucht die Pflanze vor mir zu fliehen. Ja, zumindest war es ein Gegner und der hatte einen Diamanten dabei. So, ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, hier zwei Toads auf einmal zu steuern. Warum habe ich jetzt eine Rübe? Keine Ahnung. Hier so ein bisschen drehen. Sonst ist hier nichts. Nö, dann gehen wir mal nach hier hinten. Ups. Aha. Und ja, der andere möge bitte auch hier kommen. Und ja. So. Ach, wirf das Ding weg, brauche ich nicht. Und. Okay. Ne, Moment, was ist hier? Der zweite Diamant, einfach mal so gefunden. Cool. Nee, Moment. So, na warte. Achso, jetzt. Der war jetzt gerade bei mir und wir haben schon alle drei Diamanten. Supi. So mag ich das. Jetzt kann er hier hin. Und zack und... Jawohl. Endlich wieder vereint. So, jetzt muss ich ja nur noch mehr rauf zum Stern. Wow, ganz viel Geld. Sehr schön. Ah ja, und das kenne ich auch aus Super Mario 3D World. Wir müssen mindestens zu zweit sein, dass sich hier was tut. Da ist ja auch nicht umsonst ein Zwei drauf. Weil nur so geht die Plattform nicht nach oben. Und der Level ist wieder mal geschafft. That was easy. Und das nächste Kapitel, die nächsten zwei Kapitel wurden sogar schon zusammen hinzugefügt. Leider wieder nicht die Bonusanforderung geschafft, 70 Münzen gesammelt. Also wie gesagt, das Spiel ist für mich komplett blind. Ich kann ja vorher nicht wissen, welche Bonusanforderungen ich hier erfüllen muss. Ich habe das bisher nämlich nur hier in Level 4 mal geschafft, alle Gegner besiegt. Da bekommt man da rechts oben halt so einen Kronenstempel. Ob das jetzt wirklich wichtig ist, weiß ich nicht. Ist bestimmt dafür 100% interessant. Machen wir weiter mit Level 6 im Dorf der Shy Guys. Okay, der Level sieht schon ein bisschen größer aus. Die ersten Level, die waren ja noch relativ klein und die hatte ich dementsprechend sehr schnell schon durch und... Oh! Oh, ist ja fies. Wenn die mich sehen, dann verfolgen die mich gleich mal. Okay. Ich kann noch keinen Diamanten sehen. Doch, da ist einer. Da ist einer. Wie... Achso, doch. Moment, den kriege ich bestimmt von hier oben. Genau, einfach hier so drüber. Fallen lassen und ich habe ihn schon. Ja, wir dürfen halt nicht vergessen, Captain Toad kann nicht springen, weil seine Ausrüstung ziemlich schwer ist. Deswegen müssen wir uns hier halt anders zu helfen wissen. Und zack.
Vielleicht ist auch hier wieder die Bonusanforderung, besiege alle Gegner. Und warum ist der Einsteiger hier blau? Einfach so. Okay, und hier wieder diese komischen Eulen. Ist hier in dem Garten? Scheint... Ja, da scheint sonst nichts zu sein. Ich wundere jetzt nur, warum... Ah ne, da komme ich aber eh nicht hin. Ich dachte vielleicht, dass man irgendwie diese komischen... diese Pflanzen da, die aussehen wie Scheiges, diese Büsche, dass man die irgendwie kaputt machen kann mit Rüben, aber geht offenbar eh nicht. Das ist aber ein richtig nettes Dorf hier. Zack. So, wo ist der andere? Ich habe doch gesehen, hier war noch einer. Genau hier. Und take this. Ja, cool. Spitzhacke gefunden. Attacke. Watz, 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 watz. Hey, cool. Hey, was macht denn der Typ da drin? Er schenkt mir den zweiten Diamanten. Dankeschön. Er sieht wohl aus wie so ein Schlaubi-Toad, weil er eine Brille aufhat. Okay, Moment. Warum? Hier oben ist ja auch jemand. Und zack. Sonst... da ist der letzte Diamant drin. Ah, Momentchen mal. Kann ich von hier oben versuchen, die Vögel abzuballern? Nee. So geht sich das doch aus. Na, es geht sich nicht aus, weil wir werfen irgendwie dann nicht hoch genug. Hoffentlich ist es nicht wieder die Bonusanforderung, bis sie alle gehen. Aber wie soll ich das da machen? Geht ja eigentlich nicht wirklich. Ja, Hilfe! Haust du ab. Oh, fies. Okay, also wenn ich einmal getroffen werde, dann wird Toad ein bisschen kleiner. Vor allem sein Pilz hat auch eine andere Farbe. Okay, ja, dann sind wir halt klein. Das ist halt auch wieder so wie bei Mario, ne? Wenn der einmal getroffen wird, dann wird er ja auch klein. Jetzt sind wir Mini-Toad. Jetzt müssen wir aufpassen wegen dem einen Shy Guy. Okay, so. Ich habe alle Diamanten. Jetzt muss ich nur noch mal irgendwie nach oben zum Stern. Fragt sich wie? Okay, über die Leiter. Ah, cool. Pilze sind also auch da, um uns wieder groß zu machen. Und nicht nur, um Münzen zu bekommen. So, schon vorsichtig. Und zack. Und stirb. So, und Level wieder mal geschafft. Von keinem Scheiger entdeckt worden ist also hier die Anforderung. Ja, ich bin leider einmal gesehen worden, aber wie gesagt, diese Anforderungen sind mir im Moment jetzt eh egal. Erstens kann ich es nicht vorher wissen, wenn ich den Level das erste Mal mache, da steht das ja noch nicht da. Und ja, ob ich da jetzt extra den Level jedes Mal nochmal machen, ist ja auch ein bisschen langweilig. Machen wir weiter mit Level 7. Leseratte mit Drehwurm. Wenn ich eigentlich immer für jeden Level so maximal 5 Minuten brauche oder so, dann... Ah, okay. Moment, kann ich das neigen? Aha. Ich verstehe. Okay, keine Ahnung, was das jetzt gemacht haben soll. Steht einfach mal alles auf dem Kopf. Schwupps. So, Hallöchen. Hallo? Irgendwas... Kann ich mit dem was machen? Nö, antippen irgendwie scheint gar nichts zu bringen. Das ist ja auch mal eine komische Kameraperspektive und... Ah! Dankeschön. So, ich kann nicht noch weiter umdrehen. Ich kann nur so und so machen. Noch weiter geht nicht. Das ist ein bisschen eigenartig gerade. Sehr ungewohnt. So, wie komme ich jetzt wieder von hier weg? Ach so, einfach von hier. Gut. Das muss man ja mal wissen. Aha. Jetzt habe ich mal so einen Goldpilz gefunden. Da wo im ersten Level mal stand, finde ich den Goldpilz. Keine Ahnung, wo der da gewesen sein soll. So, jetzt bin ich wieder hier. Da leuchtet ein Diamant. Vor allem, ich habe jetzt schon den dritten Diamanten bekommen. Ist auch komisch. Na Moment, dann hat das doch was zu bedeuten. Da ist auch einer.
drehen. Ja, kann ich das mit dem Finger? Achso, ah, ich kann das mit dem Finger drehen und... Cool. Konnte das mit den Fingern eh auch drehen. Ich muss nicht das Gamepad neigen. So, also das ist der englische erste Diamant gewesen. So, sonst kann man hier nichts machen. Okay, na dann drehen wir mal weiter. Das ist schon irgendwie cool, was man hier so machen kann mit dem Gamepad. Finde ich sehr witzig und interessant. So, und Momentchen mal. Wie kriege ich denn jetzt hier den Diamanten? Muss ja irgendwie gehen. Aber wie? Wie bekomme ich den? Ich kann von da kann ich nicht rein. Es geht nur von hier außen. Und von oben runterverlassen wird, glaube ich, auch nicht funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sammle den Stern jetzt mal noch nicht ein. Da kann ich mich fallen lassen und dann gleich reindrücken, so. Warte mal. Achso, er hält... Nee. Gut, das war Fail. Aber vielleicht... Ah. Okay. Gut. Problem gelöst. Sehr schön. Aber jetzt doch nicht so schwer. So. Das war schon wieder der ganze Level, ne? Also die Level sind wirklich sehr kurz. Und noch relativ einfach. So, diesmal habe ich den Goldpilz eingesammelt, gibt es wieder einen Kronenstempel. Also den Level haben wir jetzt sogar zu 100%. Und was ist das? Was war das gerade? Hat sich da jetzt am Anfang ein Kapitel hinzugefügt? Moment mal. Münzen waren. Ah, das ist ja geil. Das ist ein Bonus-Level irgendwie. Okay, das mache ich mal schnell. Die Münzen waren. Ach, das ist ja geil. Ja, cool. Einfach mal einen Pilz bekommen und... Ach, ich kann mich hier aussuchen, was für ein... Was für ein Item oder Upgrade ich haben möchte. Eine Doppelkirsche oder eine Spitzhacke? Hm, ich nehme mal die Spitzhacke. Ach so. Ich verstehe schon. Wow. So, 235 Münzen. Ach, das war's schon wieder. Okay. Also das ist immer nur eine einmalige Angelegenheit. Aber man kann wenigstens schön bei den Rändern vom Buch sehen, welche Level man zu 100% hat, also wo man so einen Stempel bekommen hat. Okay. Level 8. Zielwerfen im Lorentunnel. Also auch mal mit einer Lorenfahrt. Das wird sicher ein bisschen anspruchsvoller werden. Und let's go. Ah ja. Die Musik vor allem. Ach so. Ich verstehe. Kann man jetzt echt Werfungsansicht ändern? Ah, okay. Ich kann das auch so, aber da habe ich halt leider kein Zielding. Oh, das ist aber gar nicht so einfach hier zu steuern. Wow, mein Gott. Ganz schön schnell. Okay, ich muss also werfen. Ich habe ihm jetzt schon den ersten Diamant verpasst. Das ist nicht so cool. Ich glaube, den kann ich sicher gar nicht mehr bekommen, wetten. Wenn ich da schon vorbei bin und... Oh mein Gott, da ist... Ist hier schon das Ziel? Ja, sieht so aus. Jo. Na, das war eine rasante Fahrt, aber leider habe ich diesmal den ersten Diamant nicht bekommen. Ich habe keine Ahnung, wo der gewesen sein soll. Aha, hier sind sogar noch ein paar Münzen.
Ja, schade. Einmal eine Diamanten verpasst. Konnte ich ja nicht wissen. Warum ist da hinten so eine komische Stelle in der Wand hier? Was heißt das? So, da steht jetzt diesmal alle Parapünktchen besiegt. Bin aber jetzt nicht zufrieden, dass ich den ersten Diamanten nicht bekomme. Den Level mache ich nochmal, weil das geht eh ganz schnell. So, das kann doch nicht sein, dass ich diesen einen blöden Diamanten... Ach so! Das ist ja oberfies! Der erste Diamant ist gleich hier hinten versteckt und wenn man die Kamera nicht drin, dann sieht man ihn gar nicht. Ist ja mal richtig gemein jetzt. Na, voll fies, ey. Richtig fies. Na da. So, jetzt habe ich ihn. Okay, dann gut, das konnte ich jetzt eh nicht wissen, aber hey, immerhin, sie haben ein paar ganz fiese Verstecke auch für so Diamanten gemacht. Ich werde in späteren Leveln wird das bestimmt noch viel, viel fieser sein. Weil die Bonusanforderung war ja, besiege alle Pünktchen, also diese Punktkäfer. Schaffen kann da drüben, das sind ja so viele. Wenigstens habe ich eh unendlich Rüben zum Werfen. So. Okay. Naja, das war's jetzt eh schon wieder. Whoa. Gut, jetzt habe ich wenigstens den ersten Diamanten gefunden. Meine Güte, ist mir das peinlich. So, extra Leben noch bekommen. So, und alle Parapünktchen besiegt. Jetzt ist der Level zu 100% komplett. Okay, schaffen wir noch ein Level in dem Part? Ich würde sagen, ja. Level 9, Drehräder in der Kugelwilli-Basis. Na dann, let's go! Ui, gleich mal Laber-Level hier. Ich verstehe, also man sollte es sich echt daran gewöhnen, dass man immer wieder, sehr oft eigentlich sogar, die Kamera dreht. Weil man sonst nicht alles sehen kann. Ich hier zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt hier gleich mal Diamant Nummer 1 gefunden. Jetzt ist hier nichts, dann drehen wir weiter. So. Und, nee, warte mal. Moment. Ich drehe hier nochmal weiter, weil... So, genau, jetzt kann ich nämlich erstmal hier rauf. Aber das... das bringt mir ja gar nichts. Bringt mir ja nichts. Na, vielleicht später? Wieso? Da kann man ja auch nicht durch. Oder davon habe ich auch nichts. Nee, dann vergesst das mal wieder. Lassen wir das mal gut sein. Ich doch erstmal lieber hier oben, weil dann... Ui, fiese Kugelwillis. Ach so. Ich verstehe. Die können also hier... dagegen ballern. Das ist quasi auch dort drüben dann hinschießen. Genau, so jetzt kann ich hier hinten noch vorbei und Diamant Nummer 2. So, bitteschön schießen. Ja, und den letzten am besten auch noch. Oh yes. So. Drehen. So, dass die da schön mal weg sind. Gut, jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt kann ich da ja vorbei. So. Genau, jetzt kann ich... Ah ja, und da ist der letzte Diamant. Aber wie soll ich da hinkommen? Aua! Oh, das war fies. Das war gerade oberfies. Aha. Achso, okay, Moment mal. Da ist ja nochmal so ein Drehding. Hier.
warte mal, das reicht. Ne, das reicht nicht. Moment, das muss... Ja, Moment. Ja. Den anderen bitte auch noch. Nein, verdammt. Ja, sehr gut. Passt schon. Und... Jawohl. Juhu. So, aber wo ist denn... Wo ist hier eigentlich der Stern? Ich sehe den gar nicht mal. Wo ist der Stern? Hallo? Komisch. Kein Stern da. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Das verwirrt mich. Aha. So, jetzt kann ich... Achso, jetzt kann ich da lang. Okay, mal warten. Schießen, genau. Jetzt kann ich hier vorbei. Was macht das? Hier war ich nämlich nur mich. Wow. Ah, da ist er ja. Das ist ja obergeil. Also ich muss sagen, denen sind einige sehr nette Ideen für diese ganze Level eingefallen. Wirklich super. Und Level geschafft. Aber wo war hier bitte wieder ein Goldpilz? Keine Ahnung, der war sicher wieder ein bisschen zu gut versteckt für mich. Naja, Leute, ich würde sagen, das reicht wieder für Part 2. Im nächsten Part... Aha! Dafür sind also die Diamanten da. Level 10, der Herr der Glutspitze, lässt sich nur machen, wenn wir mindestens 12 Diamanten haben. Gut, ich habe 27. Ich verstehe schon, dafür sind die also da. Na, dann ist es wirklich gut, dass ich immer versuche, alle zu finden. Also dann, Leute, im nächsten Part geht's dann weiter mit Level 10. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.